Tedescu für diese schöne Einführung und auch vor allem die Zusammenfassung der Aufgabenstellung, so wie ich das Konsortium eigentlich hier auch so gern verstanden haben will. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ja, bitteschön, Herr Dr. Ich probiere es jetzt auch mal ohne Mikrofon. Ich denke, man versteht mich hinten. Wenn nicht, dann bitte melden. Danke. Ich will jetzt auch mit einem Rückblick anfangen. So hat es früher am LAZ ausgesehen. Im Vordergrund kleine Rechner, kleine Terminal, im Hintergrund Speichersysteme, auch Archivsysteme. Da sind wir doch einige Zeit weiter fortgeschritten. Die nächste Folie zeigt so die Highlights oder die Meilensteine, die wir in der Speichergruppe gehabt haben. 1991 wurde mit AFS begonnen, Android-File-System. Das gibt es immer noch im LAZ, das soll seit 2005, also ich habe hier 2005 angefangen, seit 2005 wird davon geredet, dass man das AFS abschafft. Wir sind immer noch dabei beim Abschaffen. Es ist, ja, das werden die meisten Leute kennen, es ist sehr, sehr schwierig, gewachsene Strukturen irgendwie mal wieder loszuwerden. Das Weitere, 1994 haben wir angefangen mit einem hierarchischen Speichermanagementsystem, mit Unitree. Das hat aber nicht lange überlebt, weil es sehr viele Probleme damit gegeben hat. 1996 ist dann der Schritt Richtung IBM gegangen mit dem Tiflo Storage Manager, den wir bis jetzt immer noch haben, was, glaube ich, in der IT und was Software angeht, ein sehr langer Zeitraum ist. Da sind wir auch echt glücklich darüber, dass wir das so lange betreiben können, das Ganze. 1999 wurde hier im Leitungsrechenzentrum dann die Gruppe Datei- und Speichersysteme gegründet, der auch ich angehöre. Dann 2000 wurde ein eigenes SAN oder das SAN am LAZ eingeführt, speziell auch für den Tiflo Storage Manager, für das Archiv- und Backup-System. 2000 hat es die ersten Gespräche gegeben mit der Bayerischen Staatsbibliothek. Wir sind inzwischen für die Bayerische Staatsbibliothek, sprich die Bayerische Staatsbibliothek digitalisiert sehr, sehr viele Bücher. Die gesamten Daten landen bei uns. Ich werde auch später darauf noch mehr eingehen. Wobei erst 2001 die ersten Gespräche stattgefunden haben und 2005 ist das Ganze dann konkreter geworden. 2003 wurde der Landeslizenzvertrag abgeschlossen, was Lizenzen für den Tiflo Storage Manager angeht, also bayernweit das Ganze. Dann 2004 haben wir hier begonnen mit NAS-Speichersystemen. Da kommen wir später auch nochmal drauf. 2005 haben wir die sagenhafte Speicherkapazität von 1 Petabyte auf Tape gehabt. Dann 2008 haben wir den Speicher, den NAS-Speicher für die Hochschulen ausgerollt, sprich jeder Student, jeder Mitarbeiter der TU München, der LMU hat 20 GB inzwischen ROM-Verzeichnis. Und es gibt auch so einen Projektbereich, wo die vor allem die Universitäten oder die Lehrstühle, die jetzt nicht IT als Fachgebiet haben, diesen Dienst an uns abgeben können und damit der Dienst nicht wieder an irgendeinem Doktoranden angehängt wird, der das irgendwann geerbt hat von seinem Vorgänger, sondern da betreiben wir das eigentlich sehr, sehr zuverlässig seit 2008. 2010 haben wir die 10 Petabyte auf Archivsysteme erreicht. Inzwischen sind wir zwischen 25 und 30 Petabyte angekommen. Hier auf dieser Folie ist der Datenfluss unseres Archiv- und Backup-Systems dargestellt. Das heißt, in der Mitte ist ein zentrales SAN. Die ganzen Server und Einrichtungen der TU München, der LMU, die können diesen Dienst also sowohl für Backup als auch für Archivierung nutzen. Natürlich auch hausintern, der Höchstleistungsrechner, der liefert die meisten Daten, die bei uns archiviert werden. Es geht durch dieses SAN hinten normalerweise zunächst in den Disk Storage rein, um die unterschiedlichen Netzgegebenheiten abzufangen und dann wird das Ganze auf die Tape Libraries übertragen. Ein großer Bereich ist auch die NAS-Filer, die noch per NMP gesichert werden. Also das ist eins unserer größten Probleme, dass die ganzen Datenmengen nicht mehr vernünftig per NMP gesichert werden können. Da müssen wir in Zukunft andere Wege gehen, weil das Wachstum einfach dem Protokoll nicht mehr gerecht wird.
Auf dieser Seite ist jetzt speziell für den Höchstleistungsrechner der Datenweg aufgeführt. Also hier geht es direkt durch den SAN ohne Zwischenspeicher in die TED Library Archivdaten und zusätzlich wird nochmal auf einem zweiten Standort die Kopien gehalten, um auch hier die Datensicherheit zu haben. Und auch hier sollte das LRZ einem größeren Desaster verfallen oder von einem Flugzeug getroffen werden, dann hoffen wir doch, dass die Daten zumindest noch erhalten bleiben. Das sind jetzt die Meilensteine des neuen High-Performance-Computing-Archivsystems, das wir zusammen mit dem SuperMUC bekommen haben oder bekommen werden. Es gibt drei Stufen oder drei Entwicklungsstufen von dem Ganzen. Wir haben zwei unterschiedliche Tape-Libraries mit 35.000 Stellplätzen für Kassette. Wir haben 22 LTO5 Laufwerke, wir haben 11.000 LTO5 Cartridges mit 16,5 Petabyte. Es sind allein für den HPC-Bereich 4 Server mit 40 Cores und 512 GB Speicher ausgelegt, um die ganzen Datenmengen abhandeln zu können. Wir haben speziell für die TSM-Datenbanken SSD-Speicher im Hintergrund, um auch hier keinen Engpass zu haben. Und nochmal zusätzlich 2 Petabyte Disk-Caches für die Home-Verzeichnisse, die gesichert werden müssen. 2013 ist nicht mehr lang hin, da gehen wir den Schritt Richtung LTO6, um wieder mehr speichern zu können. 2014 gibt es nochmal 2 Libraries mehr und 128 Petabyte an Speicherkapazität. Das soll die Phase 2 des SuperMUCs dann darstellen. Wir hatten ja heuer erst die Einweihung des SuperMUCs und auch im Hintergrund wird jetzt schon an der Phase 2 gearbeitet mit Hochdruck. Gerade in diesem HPC-Geschäft, das ist eine sehr kurzlebige Zeit. Da muss man schon schauen, dass man möglichst bald wieder die nächsten Schritte macht. Vielleicht werden wir dann auch wieder Europameister in der Richtung und können Jülich wieder überholen, aber es steht in den Sternen. Hier ist jetzt eine Zusammenfassung von unserem gesamten Archiv- und Backup-System. Wir haben insgesamt 65 TSM-Server, wobei TSM-Server bedeutet TSM-Server-Instanzen. Die laufen auf 20 Linux-Maschinen. Wir haben hier versucht zu konsolidieren, weil allein die Anzahl der physikalischen Maschinen einen enormen Overhead an Administration bedeutet und wir das sonst nicht mehr handeln können. Insgesamt haben wir ca. 100 Laufwerke, wir haben 4 Tape-Libraries mit 50.000 Stellplätzen und 17 Speichersysteme. Hier rechts ist die aktuelle Belegung, 30 Petabyte, 16 Billionen Dateien oder Milliarden. Ja, genau. Es kommen 60 Terabyte, genau. Es kommen 60 Terabyte an Daten pro Tag bei uns an. Wir haben 8200 registrierte Node, was bedeutet, dass 8200 Server, Arbeitsplatzrechner bei uns die Daten sichern von den Hochschulen und von hausintern. Und 450 Institutionen, die unseren Dienst nutzen. Das zeigt jetzt die Speicherentwicklung von 1995 an. Also 1995 wurde bei uns TSM eingeführt. Man sieht, dass man hier schon fast nichts mehr sieht. Die Kurve geht sehr, sehr stark nach oben. Es ist auch nur bis 2011 angegeben, deshalb hier nur noch 20 Petabyte. Was, denke ich, ganz interessant ist, dass der Archivbereich extrem zugenommen hat. Wenn man die vorderen Kurven anschaut, dann ist so Archiv und Backup noch einigermaßen gleich auf, aber in der letzten Zeit, in den letzten 5 Jahren, ist der Archivanteil sehr, sehr stark gestiegen. Jetzt komme ich zurück zu unserer Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek. Wir haben oder wir sind IT-Service-Provider für die Bayerische Staatsbibliothek. Das bedeutet einmal im Bereich NAS-Speicher, zum anderen im Bereich Archivsysteme und Backup-Systeme. Dann der weitere Bereich sind virtuelle Maschinen. Die BSD hat inzwischen über 40 virtuelle Maschinen, Tendenz stark steigend. Und auch im Linux-Cluster-Bereich haben die 35 Knoten, weil die diese ganze Konvertierung der Formate von dem hochauflösenden TIFF in die Darstellungsformate, die übers Web angeboten werden,
bei uns auf dem Linux-Cluster berechnen. Es hat mehrere Projekte gegeben, also angefangen hat es 2005 mit dem BABS 1 Projekt, das heißt, es sollte ein bayerisches Archivierungs- und Backup-System erstellt werden für die Archivierung von bibliothekarischen Inhalten, gefolgt von BABS 2, das waren Skalierungsgedanken, die hier verfolgt worden sind, also vor allem von unserer Seite. Dann ist es losgegangen mit Frage 16 digital, das bedeutet Digitalisierung des 16. Jahrhunderts. Da ist der Übergang geschaffen worden, eigentlich von der Handdigitalisierung hin zu Scan-Robotern. Also die BSB hat, was man hier im Bild sieht, hat inzwischen drei dieser Scan-Roboter, die mehr als 1000 Seiten, also einer der Scan-Roboter mehr als 1000 Seiten pro Stunde scannen kann. Was aber bedeutet, es ist ein Maximalwert, wenn es alte Bücher sind, geht es natürlich viel, viel weiter nach unten. Aber zumindest ist es auch hier der Gedanke der Industrialisierung gekommen. Hat es vielleicht einer mitgekriegt, dass die Bayerische Staatsbibliothek eine Partnerschaft mit Google eingegangen ist, sprich Google digitalisiert für die Bayerische Staatsbibliothek über 1 Million Bücher, die einmal Google bereitstellt, aber auch die BSB selbst, also sprich die BSB bekommt eine Kopie der Digitalisate, die dann auch nach außen gegeben werden über den Katalog der Bibliothek, also der Bayerischen Staatsbibliothek, und da sind wir auch Dienstleister im Hintergrund. Also da ist es im Bereich, dass 1000 Bücher pro Tag digitalisiert werden und bei uns in die Systeme eingehen. Was natürlich auch bedeutet, dass aufgrund des gesamten Volumens, was da zustande kommt, die Hardware entsprechend ausgelegt sein muss. Das ist jetzt eine Folie über die Entwicklung der NAS-Speicher hier im Hause, also von 2005 an bis 2012. Wir haben 2005 noch drei NAS-Systeme, also geclusterte NAS-Systeme gehabt. Anzahl Pfeilerköpfe waren 4 Stück, momentan betreiben wir 42 Stück, also hier eine Steigerung um Faktor 10. Die Festplatten sind von sage und schreibe 250 Stück auf über 6000 Stück, allein im NAS-Bereich muss man erwähnen. Also wir haben ja auch im SAN-Bereich oder für den Höchstleistungsrechner noch zusätzliche Systeme. Das ist rein das NAS-Geschäft. Speichervolumen von 50 Terabyte auf jetzt nahezu 9 Petabyte angestiegen. Nettokapazität ist einfach berechnet. Die Anzahl der Racks von 3 auf 46 Stück, also da hat es auch schon Kämpfe um die Plätze für den hochverfügbaren Strom gegeben. Und ganz interessant ist, denke ich, die letzte Zeile, die man hier sieht. Wir haben damals angefangen mit 1,5 Stellen, also sprich 2 Personen, die das nebenher gemacht haben. Momentan sind wir gerade mal 2,5 Personen, die diese gesamten Systeme betreut. Also hier haben wir nur Steigerung Faktor 2, was uns auch sehr, sehr stresst, weil die Umgang mit diesen ganzen Systemen ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Wenn irgendwelche Updates anstehen, dann ist das natürlich von der Anzahl der Pfeilerköpfe anzusehen oder abhängig, wie viel Arbeit da reinsteht. Wir haben gerade dieses Jahr sehr viel Aufwand betreiben müssen, um alte Systeme abzulösen, die Daten auf neue Systeme zu verschieben. Und auch wenn die Hersteller immer so gerne sagen, dass das Ganze online und alles mit Bordmitteln funktionieren kann, dann schaut die Realität doch ganz anders aus, auch wenn man beim gleichen Hersteller bleibt. Dann gibt es Versionsunterschiede von der Version auf die Version aber nicht. Man könnte aber upgraden, von der Version dann aber schon, aber dann passt die Hardware nicht zusammen, weil mit der Hardware darf man die neue Version nicht fahren. Und das sind dann die kleinen Randbedingungen, die man dann so nebenbei erfährt und was dann im Hintergrund sehr viel Arbeit bedeutet. Wir werden dieses Jahr insgesamt, also wir haben 3 Systeme, haben wir schon abgeschafft, wir werden am Ende des Jahres nochmal 3 Pfeilerköpfe abschaffen. Wir hoffen, bis Ende März nochmal weitere 6 Pfeilersysteme abzuschaffen, was in der Summe 12 bedeutet. Dann sind wir wieder bei 30 Stück, wenn man aber daran an die Phase 2 des SuperMUX denkt und an die neue VMware-Umgebung, werden wir Ende 2013, Anfang 2014 wieder 10 neue Systeme bekommen. Sprich, wir werden ungefähr bei 40 Systemen dann landen. Das ist die momentane Umgebung, wie wir die Systeme betreiben. Wir haben unten einen Produktivsystembereich, geclusterte Systeme. Hier
ein großes Cluster, meistens oder oft sind es nur zwei Systeme, die geclustert werden. Die werden teilweise synchron gespiegelt, das ist hier zu sehen, auf das zweite System, dann nochmal asynchron gespiegelt und zusätzlich nochmal auf Pelt gespeichert. Gerade das ist unser VMware-Bereich, also wir betreiben über 800 virtuelle Maschinen auf dem System. Und um hier die gewisse Datensicherheit zu bekommen, sind wir da recht paranoid, was das angeht. Dieses NDMP-Backup, das bereitet uns immer größere Probleme, weil bei NDMP bedeutet das zumindest mit dem Hersteller, den wir zusammenarbeiten, einmal in der Woche ein Full-Backup. An die differenziellen Backups dazwischen denken wir schon gar nicht mehr, weil wir allein die Full-Backups pro Woche nicht mehr durchbekommen. Also da müssen wir zukünftig extrem andere Wege gehen, weil ja, die Protokolle sind nicht mehr so zu verwenden oder zumindest die können mit den Datenvolumen, die wir hier haben, immer umgehen. Das ist jetzt der Speicherplatz für den Super MUC, also für den Höchstleistungsrechner. Wir haben das dann an das Super angelehnt. Bei uns heißt der Speicher dann Super NAS. Wir haben für den permanenten Bereich haben wir ein 12-Knoten-Cluster, also 12 Pfeilerköpfe zu einem Cluster zusammengefasst, mit momentan noch 2 Petabyte an Disk Storage. In der Phase 2 werden wir da auf 5 Petabyte kommen. Wir haben bei dem momentan einen Durchsatz von 12 Gigabyte pro Sekunde erreicht mit NFS V3. Im Hintergrund ist noch ein Zweitsystem, ein 4-Knoten-Cluster für die ganze Replizierung. Also wir replizieren die Daten und wir sprechen hier von den Home-Verzeichnissen der User, nicht von den Berechnungsdaten oder von dem Word- und Scratch-Bereich. Wir sichern das Ganze einmal pro Stunde auf dieses System, um im Notfall die Daten dann nochmal weiter zu haben. Selbstverständlich finden sich diese Systeme auch in den Brandabschätzungen. Wir haben größer 3400 SATA-Disks im Hintergrund. Die Anzahl wird sich natürlich auch jetzt 2014 dann nochmal extrem erweitern. Und für die Berechnungen steht ein GPFS zur Verfügung, das auch nochmal 10 Petabyte an Speicherkapazität mit 200 GB pro Sekunde Durchsatz hat. Jetzt kommen wir auch nochmal zu unserem Hot SuperMUC. Das wurde ja schon angesprochen, kurze Zusammenstellung, wir haben ein IBM Blade Center System mit Sandy Bridge und Westmere CPUs im Hintergrund, über 155.000 Cores, 3 Petaflops, momentan noch, 340 Terabyte an RAM. Das Ganze läuft unter SUSE Enterprise Linux. Wir haben auch unser Linux-Cluster, das unter demselben Betriebssystem läuft, was natürlich sehr viele Vorteile bietet, da Programme teilweise auch erst auf dem Linux-Cluster ausprobiert werden können. Und wenn das funktioniert, dann darf man auf den SuperMUC und weiß, dass es dann auch funktioniert. Wir haben ein InfiniBand-Cluster im Hintergrund und das ist, glaube ich, auch beeindruckend. Wir sind energieeffizient, was auch immer PUE 1,1 bedeutet. Das habe ich von den Kollegen ergänze ich für die, die es nicht wissen. Für jeder Rechner, der angeschlossen ist, hat eine gewisse Nebenleistung und wir geben nur 10% an dieser Leistung zusätzlich aus für die Kühlung der Systeme. In der Industrie liegen sie klassisch bei 40 bis mehr Prozent. Und wenn Sie bei einer Stromaufnahme von ca. 1,5 Megawatt an Strom ausgehen, dann ist jedes Prozent, das Sie hier einsparen, eine mehrstellige, zwar nicht 10 hoch 5 oder 10 hoch 7 oder 10 hoch 8, aber einige hunderttausend Euro sparen wir wirklich durch diese energieeffiziente Technik, die wir einsetzen. Also viele haben also 1,7, 1,8 und sind schon mehr als glücklich. Im Hintergrund sieht man jetzt eine Platine von diesem IBM-System mit diesen Kanälen, wo das warme Wasser durch
geleitet wird. Und ich denke auch, es ist eines der herausragenden Dinge, dass wir mit warmem Wasser kühlen. Das heißt, man kann das ganze Jahr mit der Kühlung auf dem Dach arbeiten und muss nicht Energie zuschießen, um das Ganze zu machen. Also auch im Sommer bei 36 Grad Außentemperatur kann man meistens das System ohne zusätzliche Energie runterkühlen. Was im Gegensatz zu den Vorgängern doch einiges an Verbesserungen gebracht hat. Jetzt bin ich auch schon bei der letzten Folie. Das ist jetzt ein Bild von dem Erweiterungsbau, den wir bekommen haben. Wir werden sehen, wie lange wir mit dem auskommen. Und wir müssen nur aufpassen, weil in der Richtung ein kleiner Bach bzw. Teich ist, wo der Biber wohnt. Und da die Biber geschützt sind, dürfen wir in der Richtung wahrscheinlich nicht mehr erweitern. Außer wir geben Asyl in unseren Rechnerräumen. Aber er freut sich über warmes Wasser. Er freut sich über warmes Wasser. Einmal baden am Samstag, warm ist erledigt. Dann bedanke ich mich, wenn noch Fragen sind, stehe ich gern zur Verfügung. Ja, guten Tag, vielen Dank, Herr Dr. Reiner. Das war aufgeregt. Der war gut. Ja, gibt es direkte Fragen an den Ja, Sie setzen TSM ein, ich denke mal auch so mit Incremental Forever Funktionalitäten. Haben Sie geplante Recovery-Tests bei sich eigentlich im Programm? Sagen wir so, wir legen unseren Kunden nahe, das zu testen, das Ganze, weil wir... Was ist das, ohne Abstimmung mit Ihnen? Auch ohne Abstimmung, ja. Also wir haben, das Problem ist, wir haben keinen Einfluss auf die Leute draußen. Sprich, wir haben jetzt auch keine Forderung mit den Firmen. Bei Firmen kann man sagen, es gibt eine Dienstanweisung, ihr müsst es mindestens so und so oft pro Jahr testen, ob das auch wirklich funktioniert. Wir können nur Empfehlungen geben, ob die Leute das dann draußen machen, ist denen ihre Sache. Hausintern hoffe ich, dass die Leute, denen das bewusster ist und dass die das dann wirklich testen. Ja, also wir empfehlen jedem, der steht auch bei uns in den Richtlinien drin, die wir dann außen geben, dass das Backup und das Archiv getestet werden muss. Der Hintergrund der Frage ist natürlich, wenn ich Incremental Forever einsetze und wir haben da auch sehr viele Files, haben wir auch bei mir gesehen, dann kann so ein Recovery-Lauf ja schon mal mehr als 24 Stunden dauern unter Umständen. Ja. Müssen Sie bestimmte Wiederherstellungszeiten garantieren? Wahrscheinlich ja nicht. Müssen wir nicht. Allerdings, wenn die Leute Unterstützung brauchen, dann können die gerne an uns herantreten. Also wenn große Datenmengen zurückgespielt wird, dann können wir das vorher auf ein Disk-Cache zusammensammeln und dann natürlich den Kunden schneller zur Verfügung stellen, das Ganze. Also hier bieten wir schon Unterstützung an, um das möglichst nach vorne zu treiben. Wir denken auch darüber nach an Backup to Disk. Also wir werden es jetzt hausintern einsetzen für unsere Exchange-Umgebung mit zusätzlicher Sicherung auf Tape. Und das können dann die Kunden in einem gewissen Umfang, also das ist noch nicht ganz klar, es hängt von den Mitteln ab, die wir bekommen, entweder für so eine Basisversorgung zur Verfügung stellen oder auch als Dienst, den die dann kaufen können. Nein, Herr Kollege, mich also von, ja, es wurde ja die Zahl genannt, was wird gesichert, ca. 8500. Der Rainer nannte Server- und Arbeitsplatzsysteme, der Vorteil, der Anteil liegt stark auf den Servern, ja. Weil wir haben in München ca. 100.000 bis 120.000 Endgeräte an unserem Netz. In den Instituten betreiben sie noch durchaus dezentrale IT, das muss man ganz klar sagen. Da gibt es leider an einigen Stellen nicht die starke Funktion eines CIO, da herrscht noch manchmal die Freiheit von Forschung und Lehre und jeder Lehrstuhlinhaber hat gerne ein kleines Fürstentum für sich, auch wenn es Arbeit macht, aber mit der Zeit kriegen die Leute das dann durchaus mit und sind aber gerne bereit, sich nicht noch zusätzlich damit zu belasten, selbst für ein Backup zu sorgen, beziehungsweise es gar nicht zu tun, weil das braucht man ja nicht, sondern hier ist durch den Landeslizenzvertrag sichergestellt, dass den Hochschulen hier in München die Möglichkeit des Backups auf unseren Systemen gegeben ist, ohne zusätzliche Kosten. Und das ist ganz klar, wenn Sie mehr als 400 oder 500 Leute koordinieren müssen, spielen Sie wirklich Katz und Maus und zusammen, test es mal, das können Sie vergessen. Meistens
ist genau dieser angesprochene Fall dann da, wenn ein Mitarbeiter, der in der Hochschule die Hochschule verlässt, im Lehrstuhl die große Aufräumaktion startet, bevor er geht und dann nach seinem Weggehen festgestellt wird, oh, da hätten wir ja doch noch was gebraucht und dann kommen die Kollegen. Es ist weniger wirklich Disaster Recovery, sondern Disaster ist meistens made by Admin. Wie machen Sie denn Disaster Recovery? Ist das denn auch der TSM oder haben Sie da noch andere Technologien? Also im Hintergrund ist meistens TSM. Also auch für die Speichersysteme versuchen wir halt immer so einen Medienbruch noch drin zu haben. Auch wenn Backup to Disk schon seit Jahren aus ist und nicht mehr verwendet wird, wir setzen das eigentlich sehr, sehr gerne ein. Allein schon aus Kostengründen. Und es ist natürlich klar, dass das Wiederherstellen von den großen Datenmengen auch von Bahn sehr, sehr aufwendig ist. Nur wenn wir wirklich ein Desaster haben, dann denke ich, ist man nachher froh, dass man die Daten noch hat und auch wenn es länger wieder dauert, das herzustellen. Sie meinen die Backup to Tape, oder? Ja. Achso, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Backup to Disk. Entschuldigung, zu Tape, ja. Ja, Simon, gerade der Erste. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit den Ländern? Oder wie viele Kopien legen Sie denn an? Sie haben das ja schon lange im Einsatz. Also wir 2000 oder so schon. Wir haben grundsätzlich die Unterscheidung zwischen Backup und Archiv. Beim Backup gehen wir davon aus, dass die Daten auf dem normalen Rechner im Normalfall nicht gelöscht werden. Sprich, da haben wir eine Kopie auf Band. Und beim Archiv haben wir immer zwei Versionen. Wobei eine Version hier im Haus ist und die andere an einer anderen Örtlichkeit, um auch hier nochmal die örtliche Trennung zu haben. Und die Haltbarkeit der Bänder, also wir haben eigentlich sehr, sehr selten einen Ausfall von einem Magnetband, dass das kaputt geht. Wir nehmen die Bänder aber auch nicht relativ lange her. Also wir werden alleine durch diesen technologischen Wandel gezwungen, alle 4 bis 5 Jahre eine neue Bandgeneration zu verwenden, was bedeutet, dass alle 4 bis 5 Jahre der alte Bestand auf den neuen Bestand umkopiert wird. Was natürlich auch wieder die Reinigung mit sich bringt, dass Dateien, die zusammengehören, dann wirklich auf eine Band landen. Und TSM bietet auch, gerade weil das Incremental Forever schon angesprochen worden ist, bietet auch so Läufe im Hintergrund, dass das wieder konsolidiert wird. Wenn Bereiche aus dem Backup rauswandern oder gelöscht werden und der Füllgrad von der Kassette nach unten geht, dann wird das irgendwann umkopiert und dann natürlich wieder so kopiert, dass möglichst wenig Bandzugriffe dann der Fall sind. Die Kosten vom Band ist dann wirklich noch günstiger als so eine virtuelle Tape-Library. Also wenn ich jetzt das Hotel noch mit dem U-Kopieren und was alles da auch. Kann man ganz klar mit Ja beantworten. Vor allem ist es auch so, dass TSM sehr viel bietet, was eine virtuelle Tape-Library auch bietet. Das heißt halt anders. Und wir haben mit vielen Herstellern gesprochen oder mit mehreren schon gesprochen, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als sie diese Datenmengen gehört haben. Und es ist noch keiner bei uns angekommen, der gesagt hat, ja, das können wir machen. Ja. Ist denn der Übergang sozusagen von den 10 Petabyte GPFS von SuperMOOC ins Archiv aus? Ist das auch TSM? Das ist auch TSM, ja. Unsere Kunden bzw. die SuperMOOC-Anwender können per TSM die Daten dann archivieren. Okay. Aber das ist kein Standardprozess sozusagen vom LRZ, sondern das muss der User selber anstoßen. Das muss der User anstoßen, weil wir gar nicht entscheiden können, welche Daten archivierungswürdig sind und welche nicht, nenne ich jetzt mal. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, dass die Nutzer europaweit kommen. Meistens nehmen sie ihre Daten wieder mit nach Hause. Also nicht physisch, sondern übers Netz. Wie berechnen Sie die Kosten? Du nicht? Ich fange mal an und du darfst mich dann korrigieren. Ist die Frage, was heißt Kosten? Das LAZ ist das Rechenzentrum für die Universitäten. Wir werden von derselben Mutter gespeist. Unsere Dienste, die wir haben, sind in der Regel kostenfrei. Wir bedienen auch andere. Dort machen wir dann, jetzt darfst du einsetzen, dort machen wir dann also ein ganz normales Total Cost of Ownership Modell, das heißt Betreuung, Personal, Energie, ganz normale Kosten, Leistungsrechnung. Also TSM sind wir immer noch
kostenlos für die TU München, für die LMU, was Nachspeicher angeht. Da gibt es einfach eine Basisversorgung, die wird jedes Jahr im Endeffekt neu definiert oder bestimmt. Und was drüber ist, muss dann bezahlt werden, weil wir ja auch die Kosten irgendwo oder die Summen irgendwo herbekommen müssen. Wobei sich das insgesamt, denke ich, relativ gut rechnet, weil wenn jeder einzelne Lehrstuhl das Speichersystem betreibt oder Archivsystem betreibt, ist es mir wesentlich teurer, als wenn man das einmal zentral hinstellt und zentral dann bezahlt werden muss, das Ganze. Hier hinten noch. Ich habe eine Frage zum Desasterabsicherung. Den Superlass, der kommt mit der Desasterabsicherung nicht hin. Wie machen Sie das? Geht der Kassensender? Das wird gemirrt zu einem Replikationssystem nochmal. Ja, ich denke, das ist auch ein guter Stichpunkt, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich weiß nicht, vielleicht ergibt sich im Rahmen der Führung oder hinterher noch für, sage ich mal, vertiefte Gespräche etwas Zeit. Ich habe volles Verständnis, das ist ein sehr interessantes Thema, aber dann ist der Vormittag rum. Wir haben noch ein paar Referenten, die auf ihren Einsatz warten. Ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Und wie schon gesagt, die Führung.